Hallo, hallo, hallo zum Nagelkunstradio. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich lade euch ein. Es ist mir ein ganz großes Fest, dieses Video heute machen zu dürfen. Ja, ich habe Post bekommen. Nein, keine Ü-Post. Entspannt euch, beruhigt euch. Das war die letzte Zeit ziemlich heftig, aber ich kann ja nichts dafür. Wenn es Unterstützer gibt, die mir gerne Produkte schicken möchten, bin ich immer herzlich gerne mit dabei und mache euch ein Video drüber, wenn ich es darf. Brille heißt Luschern und wir luschern heute, und das ist das, was mich besonders freut heute, mit einer meiner Lieblingsfirmen auf dem Markt aktuell, und ich bin wieder angeschrieben worden. Andrea, würdest du gerne machen eine PR, wir schicken dir Produkte zu? Und da habe ich dann nach längerer Zeit der Pause, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mal wieder eingeschlagen und gesagt, okay, gucke ich mir an, interessiert mich. Ja, Passione. Schaut mal, sie verschicken auch weiterhin in diesen süßen Säckchen. Ich hatte mein letztes Säckchen, das war so weihnachtlich, das war, glaube ich, mit Gülden, ich weiß es nicht mehr genau. Sehr schön gemacht, finde ich richtig cool. Ja, und das ist natürlich heute auch das Thema Passione. Also was drauf ist, ist auch drinne, und ich zeige es euch. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Oh ja, wow. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen. Mal die Papeterie weg. Ist das eine coole Verpackung? Ja. Wunderschön. Also, bam. Was will ich noch sagen? Bam. Eine Kollektion von Gel-Lacken von Passione. Ja, und es hat alles so ein bisschen was griechische Mythologie, erinnert mich das sofort, nicht wahr? Schauen wir mal. Gehen wir mal auf die Spitze des Olymps. Jawohl, schaut mal hier. Wunderbar. Hades und Zeus und Herkules und so weiter lassen grüßen. Wollen wir reinschauen. Das ist ja wohl mal richtig schön gemacht. Also ihn brauche ich jetzt nicht unbedingt, gell? Das sage ich mir ganz ehrlich, gell? Also der kann von mir aus in der Versenkung verschwinden, der Hades, aber Zeus, ja, unseren Knackärschchen kann man ja auch mal sich anschauen, nicht wahr? Ja, interessante Umverpackung. Ja, genau. Und ich bin jetzt gespannt, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich freue mich. Passione kriegt man mich immer. Immer. So schöne Sachen. Wow, interessant. Ja, schaut mal, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Obwohl, ich kenne es aus dem eigentlichen Standort Italien. Da haben die das auch schon mit den Tipps so gemacht. Jetzt ist es auch hier in Deutschland bei Passione angekommen, weil das finde ich super. Also guck mal, das ist hier sogar... Schaut mal, wie cool. Da könnt ihr die Tipps nehmen und dann könnt ihr es draufpinseln. Das können wir jetzt auch gleich so machen, gell? Wunderbar, da spare ich mir meine Tipps. Coole Idee. Super, finde ich richtig gut. Oh ja, und passend dazu, schaut mal, haben sie jetzt die Farbe hier auch schon aufgelegt mit den Namen entsprechend. Der Hades muss natürlich rot sein, gell, ist klar. Wunderbar, das könnt ihr hier draufkleben. Das finde ich richtig cool. Weil auf der Flasche kennen wir es ja schon, schaut mal, die sind ja alle schon belabelt. Inzwischen habe ich sie bei mir aufgestellt und das Gesamte zeigt dann immer zu mir, anstatt so. Das sind ja super edle Fläschchen, ihr wisst, ich mag die total gerne. Und das ist jetzt diese Kollektion, die so ein bisschen perlmuttartig ist, und ich weiß, dass man da drin rumswirlen kann. Das weiß ich schon, das hatte ich mir schon angeguckt, bevor das hier ankam. Es ist alles noch ungeöffnet. Ja, und es ist auch alles wunderbar verpackt. Schaut mal, die sind hier nochmal eingelassen. Was ist hier? Ach, guck mal, es kommt ein Pinselchen mit. Moment. Oh, der ist aber schwer. Auch super verpackt, oder? Also ich finde es super ansprechend. Der Shop ist einfach granatenmäßig. Passione. Genau, das ist ein Spotty. Rechts und links. Klein und fein. Könnt ihr es sehen? Ich habe jetzt Ringlicht an, gell? Ihr wisst ja, bei meinem letzten Video oder vor geraumer Zeit oder vor kurzem vielmehr, so muss ich sagen, ist mir ja mein Licht, eins meiner beiden Spots kaputt gegangen. Jetzt habe ich mein Ringlicht. Ich hoffe, wir haben eine gute Optik hier. Ja, cool. Also damit muss man das quasi verswirlen oder Muster reinziehen. Und dann soll das Ganze eben irgendwie cool aussehen. Ja. Ich hole sie mal alle raus. Ah, der Fritz ist auch da. Ja, die Pollenzeit.
Ich finde es klasse, so säulenartig sind die hier eingelassen. Also das muss man ihnen lassen, das kann Passione unglaublich gut. Das Auge ist mit. Große Ehre, ich freue mich riesig drüber. Und ich habe auch gedacht, das wird jetzt als allererstes hier auf YouTube verfilmt, weil es so toll aussieht. Ich ritze die immer hier so ein bisschen an mit einer Feile, mit einer Nagelfeile. Die, oh, entschuldigt bitte. Schnitt. Ich ritze das hier immer so mit der Nagelfeile an, so, dann kann man das besser und schneller öffnen. Gierig wie ich bin, muss das jetzt ratzfatz gehen. Ja, weil das ist hier quasi versiegelt und das finde ich halt auch, ist auch wieder so ein Qualitätsmerkmal, wenn man darauf achtet, dass die Sachen eben wirklich, ihr kennt das, wenn ihr in die Drogerie geht und einer hat schon vorher am Lippenstift rumgekrabbelt oder was weiß ich was gemacht. Auch wenn das Tester sind, ich finde es halt nicht gerade lecker. Ich finde, da sollte man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. So Aufsichtsgewerbeamt Aufsicht oder Gesundheitsamt Aufsicht, ne? Weil das ist ja auch so eine Sache. Während der Pandemie durfte man das alles nicht mehr und jetzt darf man es wieder. Das finde ich auch irgendwie so ein bisschen, wisst ihr, so rückgratlos. So, aber hier, die waren versiegelt, ihr habt es gesehen. So, und jetzt geht's los. Wir öffnen und pinseln. So, wartet, ich nehme jetzt hoffentlich die richtige Reihenfolge. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich bin in der richtigen Reihenfolge und wir versuchen jetzt mal hier unser Glück. Hoppla. Ich hoffe, dass mein Licht hier mitmacht. Ja. Oh, schöner Ton. So Perlmutt-like, ne? Es ist alles so perlmuttig. Finde ich ja super schön. Auch jetzt für den Frühling wunderbar. Hoffentlich bin ich hier nicht unterbelichtet. Und wisst ihr, das ist wirklich, das sind UV-Lacke, die laufen einfach. Die tragt ihr auf. Und selbst bei solchen tricky Geschichten, ja, Perlmutt ist immer so streifig und weiß ich nicht. Einfach nicht gut zu handeln und das hier ist einfach grandios. Ich härte ihn jetzt erstmal aus, eine Schicht. Ich habe nicht geguckt, wie die funktionieren, fragt mich nicht. Ich härte ihn jetzt einmal aus und dann gucken wir gleich, was mit dem Spotty, was im Spotty da passiert. Keine Ahnung. Gut, das ist jetzt diese Nummer. Ich krieg's gut auf, alles gut. So. Oh ja, ich komme mal näher, damit ihr es sehen könnt. Perlmutt, metallisch, ja, so in die Richtung. Ein Turb oder so. Ja, Leute, seht ihr das? Der Auftrag ist sichtbar, einfach. Und ich bin jetzt gespannt, was nachher passiert. Ich gebe Ihnen jetzt allen eine Schicht und dann gucken wir, was der Spotty da für Sachen kreiert. Wow. Da ist nichts streifig bis jetzt. Es darf ja gleich gestrichelt und gestruddelt und geschmiert. Naja, schmieren möchte ich nicht sagen, aber wir bringen da gleich Struktur rein. Optische zumindest. Ja, das ist so, oh, ich kann es gar nicht beschreiben. Bläulich, ja, es ist irgendwie bläulich-metallisch. Also ich muss sagen, Passione genieße ich immer im Auftrag. Das ist wie. Oh, ich versuche immer einen Vergleich zu finden, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich an wie, ja, so Eis und Schlittschuh oder, ja, weiß ich nicht. Es funktioniert einfach. Die Lacke funktionieren einfach. Wie oft ärgert man sich, dass es irgendwie, ne? Dass es irgendwie schmierig ist oder streifig. Und das habt ihr da eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe bisher noch nicht ein Töpfchen D458 der Herkules. Ich habe, oh, aprikometallisch. Oh, ist das schön. Jetzt bin ich gleich auf den Hades gespannt. Ein Träumchen. Ja, so Orange-Aprikot. Wunderschön. Ja. Ich bin gespannt, was mir dazu einfällt. Ich swatche sie euch jetzt nur und dann soll es gut sein. Beziehungsweise wir gucken jetzt auch, was der Spotty rausholt. Und jetzt kommt der böse Hades. Ja, das ist hier quasi. Ihr kriegt die auch einzeln. 4, 5, 9. Ihr kriegt sie im Set und ihr kriegt sie einzeln. Ja. Aber ich habe gesagt, schickt mir das Set, das muss ich einfach komplett sehen.
Auch ein wunderschöner Ton. Etwas kräftiger, aber schon so in der Richtung noch Aprikot-Orange. Und dann halt metallisch. Ah ja, jetzt bin ich gespannt. Die Kamera ist wieder so ein bisschen frech. Macht es mehr orangestichig, glaube ich. Ja, und jetzt holen wir uns wieder einen raus. Lasst mich überlegen. Nehmen wir doch den, den wir als erstes reingeschoben haben. Also guckt euch das bitte nochmal an. So sieht er aus. Man muss es ja nicht swirlen. Man kann es einen so machen und einen geswirlt, wie ihr möchtet. So, jetzt eine zweite Schicht. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe keinen Plan. Ich habe das auch noch nicht ausgetestet. Ihr habt jetzt wirklich hier, es kam, sah und siegt hoffentlich. Weil ich natürlich jetzt gleich hier runter bin, nachdem der Postbote kam. Ich nehme jetzt das hier mal. Ja, und jetzt heißt es, man kann hier quasi drauf malen. Ich mache mal jetzt Kringelchen. Kringelchen. Also Kringel kann ich, das kann ich euch sagen. Da habe ich kein Problem mit. Und das sieht so aus. Ja, das soll so aussehen. Das ist wirklich so. Ihr könnt ja die wildesten Sachen mitmachen. X-mal drüber. Ich meine schon, dass das so gemeint ist. Könnt ihr sehen? Es beginnt ein Schattenspiel. Jetzt mache ich mal nur Kringel. Ich muss das jetzt auch erstmal auf mich wirken lassen, weil wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich gehe damit mal in die Lampe. Aushärten. Dann nehmen wir uns den nächsten. Wartet. Das war dieser, ja, bräunliche, güldene. Ja, es erinnert mich so auch wieder an eine Autofarbe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich mache jetzt mal hier mit dem Kleinen weiter. Ich mache es mal die eine Hälfte nur für uns. Da seht ihr, dass das, ja, es sieht aus, als wäre das, wie soll ich sagen, es hat Höhen und Tiefen. Und so härte ich es jetzt auch mal aus. Das finde ich sehr interessant. Da habt ihr es im direkten Vergleich auf der Linse. Und ja, schauen wir. Ist lustig. Struktur. Also Struktur nicht im Sinne von hochtief oder so und keine glatte Fläche, sondern wirklich so in sich verspieltes, perlmuttartiges Nageldesign. Was anderes fällt mir jetzt nicht dazu ein. Ja, jetzt machen wir es mal so. Mal gucken, was einem da so einfällt. Da könnt ihr wirklich alles machen, was euch gerade so in den Sinn kommt. Krickelkrackel Nagelkunst. Und die ist auch noch effektiv und schön. Lustig, echt lustig. Wartet, jetzt hole ich mir hier noch den etwas orangigeren heraus. So. Genau. Ja, dann passt das ja wieder mit diesen Wellen. Mal eine Welle gezogen, also mehr eine Schlange. Kann man auch Schlangendesigns mitmachen? Klar, warum nicht? Warum nicht? Auch das härte ich euch aus. So, und jetzt brauchen wir noch den Bösen hier, den Hades. Und dabei fällt mir prompt, ja, fällt mir prompt das Body hier runter. Aber das ist auch ein schöner Ton. Also lachsig, rosé, so in die Richtung. Und wie gesagt, ich bin begeistert. Ihr könnt mit diesen Farben hier wirklich auch einfach nur ein sauberes Fullcover machen. Guckt euch das an, wie das Gel hier arbeitet und für euch mitgeht. Da ist echt nichts streifig. Ich finde das wirklich fantastisch. Ich gehe mal nur oben und unten. So. Lass dich mal aushärten, sieht interessant aus. Ja,
Und damit habe ich die ausprobiert für euch. Sehr interessant, wirklich wahr. Also, ich muss sagen, hier ist wirklich Name wieder Programm. Es ist wunderbar durchdacht. Technik habe ich jetzt so noch nirgends gesehen, ja. Ihr habt eure Tipps dabei, ihr könnt die fix und fertig belabeln, sodass ihr sie auch gleich vor Augen habt. Die Fläschchen sind nach wie vor wunderbar. Ich finde die klasse mit dieser Belabelung. Ja, farblich auch fast ja gut treffend, muss man sagen. Stimmt, genau das, was in der Bottle ist, ist auch mal außen drauf. Das ist auch mal so eine Sache. Das kriegen manche Firmen nicht wirklich hin. So, und ja, das sind sie, ihr Lieben. Das sehen Sie. Und ihr habt den Spotty im Set gleich mit dabei. So macht's doch Spaß, oder? Ich zeige sie euch nochmal. Versiegelt werden müssten sie dann auch, oder? Haben wir eine Inhibi? Ne, wir haben noch nicht mal eine Inhibi. Ja, inhibitionsfrei härten die durch. So, und jetzt. Oh, ich kriege die gar nicht alle hier. Wartet. So, jetzt schauen wir sie uns mal alle irgendwie hier an. Cool, oder? Ja, also Leute, wenn das was für euch ist, ja, dann schlagt zu. Das sieht fast aus, als wären es Röschen hier. Also Wahnsinn. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, ist es wirklich fast strukturfrei. Aber versiegeln würde ich es auf alle Fälle nochmal. Also ich würde es nochmal versiegeln. Aber man kann es auch so lassen. Das sieht ja auch schön aus, wenn das Licht da sich so bricht. Das muss nicht immer alles popoglatt sein, nicht wahr? Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Das war das Video zu meinem Unboxing Passione und diese wunderbaren neuen UV-Lacke. Ich kann sie euch wirklich weiterhin nur wärmstens empfehlen. Schaut gerne im Shop vorbei. Super aufgemacht, super einfach und ihr findet alles unter den Rubriken ganz einfach und unkompliziert und auch die Lieferung. Man kann sich nicht beschweren. Ihr habt es gesehen, es ist im Säckelchen und alles gut verpackt und auch die Kartonage, alles ordentlich. Da braucht man sich keine Sorgen machen, dass irgendwas kaputt geht. Also durch und durch von mir 100% Passione. Vielen Dank, dass ich das Video hier zeigen darf und durfte. Und ja, Designs werden folgen. Und ich würde sagen, schaut im Shop vorbei, bleibt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloasen und wir sehen uns wieder zu einem weiteren Video bei eurem Nagelkunstradio von und mit mir, Nails Coffee and Tea. Macht's gut. Tschüss.